Liebe Zuschauer, wieder begrüße ich Sie zu einem spannenden Abend in meiner Sendung Und am Ende steht Freiheit. Heute spreche ich wieder über interessante und spannende Dinge. Zum einen, was geschieht denn so alles in der Welt? Also auch hier bei Time to Do gab es ja einige Sendungen über die Verschwörungstheorien, über die Illuminati und alles Mögliche. Ich habe die ganzen Bücher von Jan van Helsing gelesen. Und die Bücher über die Bilderberger, Bücher über Illuminati. Ich habe Bücher gelesen über Harp, über Chemtrails, über Nikola Tesla. Ich habe Bücher, habe mich informiert über elektromagnetische Wellen, über Nanotechnologie, über genmanipulierte Nahrungsmittel, welchen Einfluss die Medien auf unser Körpersystem haben, welche Frequenzen auf unseren Körper treffen. Habe mich damit beschäftigt natürlich auch, wie kann ich mich davor schützen? Will ich ein Handy oder will ich kein Handy oder will ich zurück in die Anführungszeichen Steinzeit und ich kaufe mir wieder ein Telefon mit einer Schnur? Und irgendwann habe ich gedacht, das kann es doch irgendwo nicht sein, dass ich zum Beispiel 1000 Dinge brauche, um mich vor irgendetwas zu schützen, weil es mir Angst macht. Beziehungsweise ich kann doch meinen Computer auch so programmieren, dass er sich keine Viren einfängt. Ich habe dann versucht, so Parallelen zu ziehen, Computer und Gehirn natürlich. Es gibt ja diese vorinstallierten PCs und Laptops, da ist Microsoft drauf installiert. Ich bin ein Linux-Fan, weil ich weiß, mit Microsoft, da kann man sich Viren einfangen. Linux ist ein System, das man selber noch verfeinern, verbessern kann. Man fängt sich keine Viren ein. Und ich dachte mir, dann muss ich doch mein Gehirn auch so programmieren können, dass ich mir keine fremden Frequenzen einfangen kann. Ich habe mich dann mit der Computertechnologie auseinandergesetzt. Also unsere Computer sind ja programmiert im binären Code. Ein Computer kann nur Nullen oder Einsen lesen. Dann war ich mal wieder im Internet unterwegs und habe recherchiert und habe dann gesehen, ups, es gibt inzwischen schon Trinärrechner, die arbeiten mit einem anderen Code, nämlich 0, 1 und minus 1. Und diese zusätzliche Option ist dafür zuständig, Frequenzen oder elektrische Impulse zu ignorieren. Unser Gehirn macht ja auch nichts anderes, als auf elektrische Impulse zu reagieren. Also muss ich doch meinem Gehirn auch mitteilen können, welche Frequenzen jetzt verarbeitet werden und welche nicht. Das heißt, ich habe dann ein Programm entwickelt, das habe ich das Umprogrammieren des Gehirns genannt, nämlich Umprogrammieren von binär in trinär mit der zusätzlichen Option, Frequenzen zu ignorieren. Damit dabei das Ego ausgeschaltet wird und ich mich auf einer höheren Ebene bewege, habe ich das Gehirn so programmiert, dass ich ein Firewall davor stelle. Firewall heißt, die Frequenzen, die eingehenden Frequenzen werden überprüft, nämlich indem mein Programm, mein Gehirn fragt, ist diese Frequenz im Einklang mit meinen Tugenden, also ist sie mir dienlich? Wenn ja, wird diese Frequenz zu einem Datensatz in meinem Gehirn verarbeitet? Ist diese Frequenz, diese eingehende Frequenz mir nicht dienlich und entspricht nicht meinen Tugenden, wird sie einfach ignoriert. Das ist der eine Schritt. Der andere ist, dass also Harp oder elektromagnetische Wellen oder was auch immer da auf uns trifft oder Nanotechnologie. Oder es gibt natürlich auch Frequenzen, die durch Rituale und Symbole entstanden sind. Die Freimaurer arbeiten ja ganz stark mit Ritualen. Auch das sendet Frequenzen aus, die in irgendeiner Weise auf mein Gehirn- und Körpersystem treffen. Das möchte ich aber gar nicht haben, weil ich will ja nicht fremdbestimmt sein, sondern ich will ja meine eigenen Entscheidungen treffen, basierend auf Neutralität, ohne in irgendeiner Form fremdbestimmt zu sein. Das heißt, für mich kam dann die logische Schlussfolgerung, wenn unser Gehirn mit elektrischen Impulsen, also mit Frequenzen arbeitet, müssen auch die Synapsen vorhanden sein, auf die diese Frequenzen treffen. Wenn ich also die Synapsen, die zuständig sind für bestimmte Dinge, lösche oder transformiere, also umwandle, dann werden diese Frequenzen automatisch von meinem Gehirn als nicht dienlich erkannt und werden in dem Zuge dann auch ignoriert. Daraus entsteht natürlich eine gewisse Freiheit und eine, ich nenne es mal, Unmanipulierbarkeit. Denn wir treffen sehr oft Entscheidungen aus der Angst heraus.
Und oftmals ist diese Angst gar nicht begründet. Auch diese Horrorszenarien, ne, mit diesen elektromagnetischen Wellen, die uns schädlich sind, diese Handywellen, Sendemasten und, das erzeugt ja Angst. Und diese Angst baut diese Energie ja noch zusätzlich auf. Das heißt, mit dieser Angst, mit jeder Angst, halten wir uns und natürlich auch unser Umfeld in dieser Angstmatrix gefangen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja nicht reflexartig Entscheidungen aus der Angst heraus treffen, sondern wir wollen positive Entscheidungen treffen, und zwar frei von irgendwelchen Manipulationen. Als ich mich damals damit beschäftigt habe, na, was so alles gemacht wird, kam auch so eine unglaubliche Wut in mir hoch, weil ich gedacht habe, es ist ja eigentlich eine Sauerei, was so mit den Menschen getrieben wird und wie klein die Menschen gehalten werden, klein und unwürdig und auch nicht in ihrer eigenen Kraft, in ihrer eigenen Intelligenz. Ich finde, Wut ist eine sehr positive Kraft, weil eine Wut ist eine starke Energie, die man auch transformieren kann, die man umwandeln kann, nämlich in Kreativität. Und genau das ist dann bei mir geschehen. Ich habe diese Energie umgewandelt und habe gedacht, so, egal was geschieht, jetzt setze ich mich hin und jetzt entwerfe ich etwas, damit die Menschen zukünftig unmanipulierbar sind. Daraus ist die Alpha-Schule der Zukunft entstanden. Und zwar sind es 12 Schritte. Jeder Schritt besteht aus einem Flowchart, der zum Beispiel so aussieht, und einer CD, wo eine MP3-Meditation drauf gespeichert ist, die man sich anhören kann. Die Alpha-Schule der Zukunft ist, ich habe jeden Monat einen Schritt herausgebracht. Also ich habe ein Jahr gebraucht, um alle 12 Schritte zu entwickeln. Ich habe mir da auch Zeit gelassen und bin dann immer wieder in mich gegangen und habe gehört, welche Impulse, welche Informationen bekomme ich, was brauche ich, was ist wichtig für diese Alpha-Schule der Zukunft. Ich erzähle Ihnen jetzt einfach, was so der grobe Inhalt ist dieser 12 Schritte. Also der erste Schritt zum Beispiel ist das Löschen der äußeren Einflüsse. Und zwar die Einflüsse durch Impfungen, Medikamente, durch Hab, durch Chemtrails, durch Elektrosmog, auch durch die Medien, durch Drogen, durch Nahrungszusatzstoffe, durch Nanotechnologie. All diese Synapsen, die dafür zuständig sind, die da triggern, die werden gelöscht bzw. transformiert in positive Energie. Wenn etwas gelöscht wird oder wenn ich so einen Schritt mache in der Alpha-Schule, dann immer in Zusammenhang natürlich auch mit der Alpha-Scheibe, weil nichts funktioniert ohne diese Tugenden und Qualitäten, weil ich mich dadurch, durch diese Qualitäten und Tugenden, auf einer anderen Ebene bewege und damit auch mein Ego und mein Ego ausschalte und meinem intelligenten System die Oberhand gewinnen lasse und das mich dann führt. Und so weiß ich, aha, ich möchte nicht mehr manipulierbar sein, ich möchte aber weiterhin in meiner Kraft sein und Entscheidungen treffen, die dienlich sind. Nämlich eine Entscheidung, die dienlich ist, heißt auch, dass sie nicht nur mir dient, sondern dass sie auch meinem Umfeld dient. Weil das ist wichtig in Zukunft, denke ich, dass wir nicht nur an uns selber denken, sondern auch an die Menschen im Umfeld. Der zweite Schritt der Alpha-Schule der Zukunft lautet die Integration der freien Entscheidungsfähigkeit. Dort werden zum Beispiel die Synapsen gelöscht, die durch Halogene entstanden sind. Halogene sind Salzbildner, nämlich Chlor, Brom, Fluor und Jod. Das sind eigentlich Giftstoffe, die, also Fluor wird zum Beispiel dazu benutzt für die Zähne. Jod kriegt jeder, der irgendwie ein Schilddrüsenproblem hat. Und diese Salzbildner hinterlassen Spuren in unserem Gehirn und verstärken uns als Resonanzkörper. Das heißt, durch diese Zugabe der Halogene wird unsere Resonanz verstärkt und wir reagieren eigentlich noch mehr auf Frequenzen, die wir nicht haben wollen, die durch Elektrosmog und so weiter entstanden sind. Das heißt, in diesem Schritt werden diese Synapsen gelöscht, die dafür zuständig sind, für diese Halogene. Der dritte Schritt lautete die Integration des freien Willens, und zwar aus der Liebe heraus. Dazu ist es notwendig, destruktiv programmierte Wasseradern, Leylines und auch geopathische Störungen umzuprogrammieren.
Ich habe mich schon als Kind immer gewundert, warum eine Wasserader etwas Negatives sein soll. Denn Wasser hat ja eigentlich von der Grundsubstanz eine neutrale Qualität. Hat der Masur im Motor auch schon bewiesen, ich kann Wasser programmieren. Also war mir klar, muss ich zwangsläufig auch eine Wasserader, die mir im Moment vielleicht noch schädlich ist, umprogrammieren in eine mir dienende Wasserader, indem ich einfach die Schwingung verändere. Und das mache ich natürlich auch Kraft meiner Gedanken. Nämlich, wie ich bereits in der ersten Sendung davon gesprochen habe, wir machen aus unserem stillen Beobachter, der nur sporadisch eingreift, machen wir einen aktiven Beobachter, der die Führung unseres Gehirns übernimmt. Das heißt, ich gebe ganz klar Anweisungen und Befehle, eben so Dinge wie Wasseradern umzuprogrammieren. Und gleichzeitig lösche ich aber die Synapsen dafür, weil auch dort besteht eine Rückkopplung. Das Gehirn kommuniziert mit dem Wasser und das Wasser mit dem Gehirn. Daraus möchte ich was Positives entstehen lassen. Im vierten Schritt wird die weibliche Ursprungskraft wieder installiert. Hat es nichts mit Männlein und Weiblein zu tun oder mit dem, dass das eine besser ist wie das andere, sondern die Kombination macht es aus. Und zwar die Partnerschaft zwischen den männlichen und den weiblichen Eigenschaften und die weiblichen Eigenschaften wie vergeben, verzeihend oder heilend werden wieder in unser göttliches, intelligentes Körpersystem integriert. Dadurch entsteht natürlich auch ein größeres Mitgefühl, aber nicht nur unseren Mitmenschen gegenüber, sondern auch uns selbst gegenüber. Denn das ist ganz wichtig. Zu dieser weiblichen Ursprungskraft gehört auch sich selber annehmen, den eigenen Körper selbst annehmen, sich selbst zu lieben und natürlich auch die eigene Sexualität. Im fünften Schritt, da geht es um die Ausrichtung und die Neuorientierung. In diesem Schritt werden die Synapsen gelöscht, die noch unsere Schwermetalle in unserem Körper, die wir uns irgendwo eingefangen haben, eventuell auch durch die Nahrung, die dann noch sich befinden. Das heißt, wir programmieren unseren Körper so, dass die Zellen sich öffnen, die Schwermetalle losgelöst werden und die Schwermetalle aus unserem Körper rausgespült werden. Wichtig dabei ist natürlich auch immer Wasser trinken und sich in der frischen Luft bewegen, weil Sauerstoff ist ein ganz, ganz wichtiges Entgiftungsinstrument. Also unsere Lunge ist ein Entgiftungsorgan. Wenn ich mich viel in der frischen Luft bewege, dann kann ich viel atmen und dort wird auch ausgeschieden. In diesem Schritt geht es auch darum, die Kohlenstoffmoleküle oder die Kohlenstoffstruktur in unseren Zellen zu verändern, nämlich zu harmonisieren. Unsere DNA kann man auch vergleichen mit den vier wichtigsten Elementen, nämlich Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff sind gasförmige Elemente und indem der Kohlenstoff dazukommt, entsteht aus den gasförmigen Elementen aus dem Geist, nämlich Materie. Der Kohlenstoff ist die Materie. Und der Kohlenstoff kommuniziert in den Zellen auch ganz stark mit der Außenwelt. Und es ist ganz wichtig, dass diese Moleküle eine harmonische, einheitliche Struktur bekommen, ähnlich den Wasserkristallen von Masuro Emoto. Im sechsten Schritt löschen wir die Kodierungen, die durch Glaubenssätze, Rituale und Symbole entstanden sind. Zum Beispiel das, was die Freimaurer machen mit den Symbolen und Ritualen, diese Frequenzen oder was auch immer sonst noch so. Auch in den Kirchen, ne, wird mit Ritualen und Symbolen gearbeitet, die uns nicht immer dienlich sind. Die bringen uns ja oft nicht in unsere eigene Kraft, sondern halten uns klein und unterwürfig. Und diese Kodierungen, die durch Machtstrukturen entstanden sind, treffen auch wieder auf Synapsen und die löschen wir im sechsten Schritt. Im siebten Schritt lösen wir uns aus der Angstmatrix. Wir verlassen die Angstmatrix und koppeln uns an die Friedensmatrix an. Das heißt, wir sind dann nachher in der Lage zu erkennen, welche Emotionen kommen aus der Angstmatrix und die brauche ich nicht mehr und welche Frequenzen kommen aus der Friedensmatrix. Im achten Schritt verbinden wir uns mit dem Baum des Lebens und zwar mit dem Ursprungsbaum des Lebens, mit dem Yggdrasil, mit der Eberesche. Ich möchte das Bild immer den Film Avatar nehmen. Das kam kürzlich im deutschen Fernsehen, als die Navi, die Ureinwohner,
sich über ihren Pferdeschwanz mit Eva, mit dem Baum der Seelen verbunden haben. So ungefähr stelle ich mir symbolisch den Baum des Lebens vor. Es ist eine ganz, ganz starke Energie, weil dieser Ursprungsbaum des Lebens auch ganz tief verwurzelt ist mit Mutter Erde und wir dadurch auch wieder in Kontakt kommen mit unseren Wurzeln und auch wieder sehr stark geerdet sind. Im 9. Schritt koppeln wir uns vom Religions- und Gebetsfeld ab, nämlich die Dinge, die, also ich wurde katholisch erzogen, ich war auch im katholischen Kloster und diese Glaubenssätze, die man da eingetrichtert sind, die sind alles andere als dienlich und die bringen uns auch nicht weiter und auch nicht in die Kreativität. Ziel sollte sein, das Abkoppeln aus diesen alten Strukturen und Glaubenssätzen, aus diesen alten Dogmen und wirklich in die eigene Kraft kommen, um selber zu spüren, in sich reinzuspüren und die richtigen Inputs zu bekommen und mit dem eigenen Bauchgehirn verbunden zu sein. Im 9. Schritt der Alpha-Schule der Zukunft werden neue Gehirnareale aktiviert. Auf diesen Schritt kam ich durch das Lesen unterschiedlicher Bücher, die Gehirnforscher geschrieben haben und auch durchs Internet. Es gibt offensichtlich Gehirnareale in unserem Gehirn, die man für das neue Bewusstsein, nämlich für die 5. Dimension und höher, benutzen kann. Also sozusagen schlafende Gehirnareale, die wir aktivieren können. Ich habe schon mal erzählt, wir kommen sozusagen vorinstalliert auf diese Welt und wir haben unglaublich viel freie Speicherkapazität, damit wir Programme, die wir noch zusätzlich brauchen, installieren können. Im 11. Schritt aktivieren wir die Sinne und die Wahrnehmung. Dort geht es darum, Fähigkeiten wie Hellsehen, Hellfühlen und Hellhören zu integrieren. Und auch die Wahrnehmungsfähigkeit, also wahrzunehmen, zu erkennen, was bringt mich jetzt weiter und was nicht. Oder dieser Mensch, mit dem ich jetzt zu tun habe, dient der meinem Ziel oder meinem Programm, das ich habe, oder eher nicht. Oder auch Produkte. Na, es gibt mittlerweile viele Produkte auf dem Markt, die, ich sage jetzt mal, den Segen von oben haben, ne? Die vorhergestellt worden sind, nicht durch Kinderarbeit, sondern wo die Mitarbeiter gerecht bezahlt werden, wo ein tolles Betriebsklima herrscht und wo auch ökologische Stoffe benutzt werden. Das sind für mich Produkte, die den Segen von oben haben und ich glaube, die werden in Zukunft immer eine größere Rolle spielen. Und durch diese Aktivierung der Sinne und Wahrnehmung können wir einfach mit unserem Bauchgefühl, mit unserer Intuition spüren, na, welches Produkt hat den Segen von oben und welches nicht. Und der 12. Schritt ist der letzte Schritt in dieser Alpha-Schule der Zukunft. Dort programmieren wir das Kollektivfeld um. Wir löschen zum einen Codes, die durch Machtgier, Profitgier, und Geltungssucht, Angst und Sicherheitsdenken entstanden sind. Und wir implantieren Codes für Würde, Heilung, Glück, Zufriedenheit, Frieden natürlich auch, Gesundheit und auch ein partnerschaftliches und gleichberechtigtes Umgang in unserem gesellschaftlichen System. Die Resonanz dieser 12 Schritte von den Menschen, die die Schule bereits gemacht haben, ist sehr, sehr positiv. Erstaunlicherweise spüren ganz viele Menschen auch immer direkt etwas im Kopf. Die merken, dass da irgendwo was anfängt zu arbeiten. Und sie fühlen sich wirklich hinterher unmanipulierbar. Zumindest nicht mehr so krass manipulierbar wie vorher. Das Schöne daran ist, dass man da einfach nicht noch irgendwelche Produkte braucht, um sich vor irgendwelchen Strahlungen zu schützen, sondern ich habe mein System so programmiert, dass ich unangreifbar bin. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das führt natürlich auch dazu, dass ich mich wesentlich öfters und mehr mich in meiner Mitte befinde. Im ersten Interview mit Norbert habe ich von der Sanduhr erzählt, dass wir oben ist die Vergangenheit, unten ist die Zukunft. Wir pendeln eigentlich immer zwischen Vergangenheit und Zukunft hin und her, anstatt wir uns in der Mitte befinden, wo die Energie am stärksten ist. Jetzt bin ich schon wieder kurz vor Schluss der Sendung und ich möchte wieder mit Ihnen gemeinsam eine Umprogrammierung machen.
Und ich habe gedacht, ich gehe heute mal an das Thema Selbstermächtigung. Ich finde, das ist ganz wichtig. Ich ermächtige mich selbst, ich gebe mir selbst die Erlaubnis und ich bin in meiner eigenen Kraft. Suchen Sie sich wieder ein Thema raus, von dem Sie glauben, dass Sie nicht in Ihrer eigenen Kraft sind und wo Sie sich selbst nicht ermächtigt haben. Das, was Ihnen spontan jetzt in dem Moment einfällt, das nehmen Sie jetzt. Und jetzt nehme ich wieder meine Alphascheibe und frage, ja, was brauchen wir, die Zuschauer und ich, um uns selbst zu ermächtigen, um in unsere eigene Kraft zu kommen? Dort kommt die Tugend der Teamfähigkeit. Ich bin in Resonanz mit Teamfähigkeit und als Absichtssatz, ich führe aus der Liebe heraus. Dann erscheint das Herzsystem mit der Tugend des Gemeinwohls, mit der Qualität Barmherzigkeit. Ich bin in Resonanz mit Barmherzigkeit und dem Absichtssatz, ich strebe nach dem Wohl der Gemeinschaft und tief atmen. Dann kommt noch das 20. Chakra, das Lebenschakra, und der Satz lautet, ich bin mit der Erde und all ihren Lebewesen verbunden und atmen. Es kommt noch mal ein Chakra, das Milzchakra, und der Satz lautet, ich bin stark und allen Herausforderungen gewachsen. Dann kommt noch der mangelnde Selbstwert als Emotion. Ich lasse meinen mangelnden Selbstwert vollständig los und ersetze ihn durch Selbstvertrauen. Jetzt bekomme ich den Impuls, die Scheibe nochmal umzudrehen. Und dann kommt das 12. Zellsystem mit der Tugend der Potenzialerweiterung. Und der Satz lautet, ich bin in Resonanz mit Erweiterung. Und der Absichtssatz dazu, ich erweitere mein Potenzial. Und tief einatmen. Ich gehe nochmal ins Gehirn und schau mal, wo sich noch Blockaden befinden, die uns daran hindern, uns selbst zu ermächtigen und uns selbst die Erlaubnis zu geben, glücklich und gesund und erfolgreich zu sein. Da kommt eins die Stirnhirnrinde, wo der Verstand gespeichert ist. Dann kommt das limbische System, wo die Entscheidung getroffen wird, Angst, eine Entscheidung aus Angst oder aus der Liebe heraus. Und der Hypothalamus, der Teil der Stressachse ist. Schließen Sie die Augen und gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit direkt ins Gehirn und alle Synapsen und Programme und Dateien, die Sie daran hindern, sich selbst zu ermächtigen und wirklich frei zu sein, die werden jetzt gezeigt und gelöscht. Sie sind dankbar für diese Erfahrung, Sie brauchen sie aber jetzt nicht mehr, sie dienen Ihnen nicht mehr. Und sagen Sie den Satz für sich selber, ich ermächtige mich jetzt selbst. Und atmen. Und ich entscheide mich jetzt, frei zu sein und unabhängig zu sein. Und den Satz, ich gebe mir selbst die Erlaubnis, glücklich, gesund und wohlhabend zu sein. Und atmen. Wir verbinden mit allen Gehirnareale, mit allen Organen, Chakren, DNS-Strängen und Meridianen. Ich spüre noch Programme, die mit Heilblockaden in Zusammenhang stehen. Die werden auch noch gelöscht. Und um das Ganze abzurunden, benötigen wir noch eine Tugend, und zwar die Tugend der Differenzierung. Und der Satz lautet: Ich bin in Resonanz mit Differenzierung. Und der Absichtssatz dazu heißt: Ich bin klar in all meinen Handlungen. Auch bei dieser Übung können Sie sich gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal bei YouTube dazuschalten und das nochmal durchgehen. Vielleicht mit einem anderen Problem, das Sie gerne gelöst haben möchten oder um das zu intensivieren oder zu verstärken. Bei der nächsten Sendung, nächste Woche, möchte ich dann am Weltfrieden gemeinsam mit Ihnen arbeiten und das umprogrammieren. Und ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich bereits jetzt schon auf die nächste Woche. Auf Wiedersehen.